Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute wird es ganz spannend. Ich werde heute Nacht mit meiner Freundin ausgehen. Lina ist ja noch bei meiner Mama und ich habe mir hier so eine Liste gemacht, was ich heute machen möchte, bevor ich später rausgehe. Ich habe jetzt aufgeschrieben, Wäsche falten, das habe ich schon fertig. Zweimal Wäsche waschen habe ich gemacht, Wäsche aufhängen habe ich, bügeln habe ich gestern schon. Dann muss ich gleich staubsaugen, Lia schläft gerade. Dann muss ich kochen und zwei Videos schneiden, habe ich auch schon gemacht. So, das ist schon mal bellissimo. Dann, Leute, ihr wisst ja, ich benutze die Edelweißtücher zum Fensterputzen. Ich sehe tot aus, aber ich mache mich jetzt nicht hier frisch. Ich habe geduscht, aber ich warte noch bis kurz bevor wir rausgehen. Dann mache ich mich nochmal sauber, frisch, also schminke mich. Ich wollte euch sagen, ihr wisst, ich benutze die Edelweißtücher schon seit Monaten mittlerweile. Jetzt habe ich eins, selbst bezahlt, zwei, drei, vier, fünf Packungen bestellt. Und zwar wollte ich die meinen Tanten zu Bayram schenken. Ich finde, das sind einfach diese besten Tücher, deswegen heißen die auch Zaubertücher. Momentan hat die liebe Bruja auf Instagram, ich verlinke euch das hier, ihre Instagram-Seite, ein Paket, drei Stück, nur 13 Euro statt 15 und zwei Pakete, sechs Stück, nur 25 Euro statt 30. Man kann aber nur über PayPal zahlen. Genau, also ich liebe die. Das ist einmal für meine Mama, das ist für mich. Das ist für meine jüngste Tante, das ist für meine mittlere Tante und das ist für meine Oma. Genau. Ja, ich freue mich schon. Die wollten die Tücher haben, aber ich warte noch bis bald. Dann sind ja nur noch zwei Wochen. Und da wir sie eh besuchen gehen, dachte ich mir, ich tue da noch Schokolade und so dazu. Und dann gebe ich das denen. Und sie hat mir auch noch einen süßen Brief mitgeschrieben. Salam ML, ich wünsche euch viel Spaß mit den Tüchern. Putzen kann tatsächlich Spaß machen. Danke, ihr Weiß. Heil Ramazan La Burjo. Genau, ich danke dir, liebe Burjo. Ich freue mich schon. Also, ich habe das noch nicht ausgepackt. Ich habe das gestern schon bekommen, aber ich konnte leider noch nicht putzen. Die Fenster muss ich aber auf jeden Fall putzen. Ich schaue mal, ob ich das heute noch schaffe. Aber ich habe heute eigentlich... So, ich habe meine Haare geglättet, aber mein Gesicht sieht immer noch katastrophal aus. Ich meinte zu Anna letztens, ich sehe echt aus wie ein Panda. Ich bin so weiß im Gesicht und habe solche Augenringe, ey. Woo! Ja, ich koche gleich. Also, sobald mein Ding hat vielleicht aufgeht und Lia sitzt da. Alita. Eine Kuban! Was machst du da? Sie hat voll die Jungsklamotten an, ne? Guck mal, wer hat dir das denn gekauft? Anna, ne, ne? Sag Anna, ne, was kaufst du mir da? Ja, ich komm. Lia hat so krass lange Haare im Gegensatz zu Lina. Lina hatte nur hier Haare, ein bisschen und hier nichts. Ne, Schatz? Kuban? You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo, choo-choo. Makes
So, ihr Lieben, das muss jetzt einmal aufkochen. In der Zeit zeige ich euch, wie ich meinen Reis mache. Da fragen nämlich immer so viele. Moment, ich muss mal meine Butter finden. So, und zwar gebe ich immer so 2 Esslöffel. Ja, 2 Esslöffel. Moment, ich suche mal einen Löffel. Ich gebe so ungefähr 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Aber nach Augenmaß halt, ne? Ein bisschen deftiger schmeckt es uns lieber. Und danach benutze ich immer diese Butter. Die schmeckt am besten, wirklich. Das riecht man auch. Diese Butter ist einfach geil. Die ist auch sehr oft im Angebot. Ich kaufe die dann immer im Angebot, wenn die für 1,49 oder 1,95 im Angebot ist. Ja, da müsst ihr so gucken, ne? Aber der mag es halt mit viel Butter. Der isst ja auch viel. Der sieht immer so dünn aus, Leute, aber der isst viel. Glaubt es mir. So, dann auf Stufe 3 schön schmelzen lassen. Ihr könnt auch schon mal die Suppennudeln dazu geben. Ich benutze die hier, die sind vom Türken. Ich habe die auch nirgends anders gesehen. Die könnt ihr schon mal dazu geben. Da gebe ich auch ein bisschen viel dazu. Also 2 Hände voll. Und dann müssen wir das schön... Tut mir leid. Dann müssen wir das schön goldbraun anbraten. Genau. Ich nehme immer diesen Becher, diese Tasse hier von uns. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier reinpasst. Müsst ihr halt so ungefähr abschätzen. Ja, ich nehme immer so eine Tasse, eine Tasse Reis. Dann müsst ihr das ganz gut waschen und ich lasse das dann immer so eine halbe Stunde bis 45 Minuten stehen, damit sich der ganze Dingens da entzieht, was da drin ist, das Weiße halt. Schön waschen. Und danach könnt ihr auch direkt Reis kochen. Also nicht einfach waschen und danach direkt kochen. So mache ich das nicht. Klar, jeder macht seinen Reis anders. Aber ich lasse das dann nochmal schön ziehen, damit, wie gesagt, die Stärke da rauskommt. Und dann nehmen wir auf jeden Fall eine komplette Tasse und eine Tasse ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ich mache das immer so. So sieht der aus. Es gibt 2 verschiedene. Also es gibt auf jeden Fall das mit der Rose drauf. Und dann gibt es die dickeren. Das sind jetzt die dickeren hier. Also das sind die dickeren. Aber ich nehme immer die dünneren, weil die dünneren uns einfach besser schmecken. Ich schau mal. Das sind das die dünneren? Ne, das sind auch die dicken. Wir mögen auf jeden Fall die dünneren mehr. Ja. Dann schön anbraten, bis das Gold wird. Ich könnte auch länger, bis sie braun werden. Das ist wirklich euch überlassen. So, jetzt fängt es langsam an. Es wird jetzt braun. Und Leute, wenn ihr das riechen könntet, ne? Geil, ey. Richtig geil. Ich weiß, das sagt man nicht, aber das schmeckt so gut. Auch man sagt vieles nicht, was ich sage. Scheiße, geil. So, dann schauen wir mal. Genau, so sollte das ausschauen. Ihr seht das, ne? So, jetzt wird's laut. So, jetzt auch noch mal schön mit anbraten. So, und jetzt könnt ihr das Wasser dazu geben. So, und ihr könnt auch direkt salzen. So. Ich schaue mal, ob ich das so sagen kann, aber jeder empfindet auch Salz anders. Also das Wasser sollte auf jeden Fall, also jetzt dieses Wasser sollte auf jeden Fall leicht gesalzen schmecken. Dann schmeckt das dann auch raus, ob ihr das so mögt oder nicht. Aber langsam mit dem Salz, ne? Perfekt. Also ich würde sagen, 1 Teelöffel. So, jetzt mache ich den Deckel zu
und lasse das aufkochen. So lange bleibt es auf Stufe 3 bei mir. Ich habe hier Stufe 3, 2,5 und so, ne? Genau, ich lasse es jetzt, bis das aufkocht, auf Stufe 3, dann gehe ich auf 2. Und wenn ich dann merke, das Wasser wird langsam entzogen, gehe ich auf Stufe 1 und dann auf 0,5. Ich weiß jetzt nicht, wie euer Ofen ist. Ihr müsst halt langsam runter. Aber nicht zu spät, Leute, sonst brennt euch das an. Ja. So, ich gebe jetzt meine Köftes zu der Suppe, weil es kocht schon. So, ich habe es jetzt einfach dazu gegeben. Ich muss mal die Kamera drehen. So schaut das dann aus. Das ist jetzt oben Mehl. Ihr müsst das in Mehl bestäuben. Ich habe es eben vergessen zu zeigen. So, jetzt müsst ihr das nochmal so 20 Minuten kochen. Und dann denke ich mir, das ist fertig. Und ihr müsst gleich Salz dazu geben. So, Lia ist jetzt perfekt aufgewacht. Und das ist mein Reis. Ich zeige euch das mal. So, der ist gleich fertig. Der ist jetzt auf 0,5, also auf der niedrigsten Stufe. Lia darf gleich Dreck mitessen, ne Schätzi? Dann muss ich mal fertig machen, weil ich gehe doch. So, und das ist der Eintopf. Der ist jetzt dickflüssiger, aber wir mögen es auch dickflüssiger. Ja. Einmal gesalzen, deftig gesalzen. Ja, das schmeckt auf jeden Fall super lecker. So, ihr Lieben, meine Klamotten von Shein sind da. Ich konnte das hinten leider nicht komplett zumachen, da der nicht da ist. Ja, das ist einmal der Jumpsuit, den ich mir ausgesucht habe. Ich finde den total schön, der kaschiert alles. Die Oberweite, also sollte man jetzt eher nicht sehen. Da würde ich jetzt einen Top anziehen, aber ich finde es wunderschön. Mit meinem Code könnt ihr 15% sparen. Ich finde es sonst wunderschön. Ich habe es jetzt in 38 bestellt und es passt perfekt. So, dann kommen wir zum zweiten. Und zwar ist das dieses wunderschöne Kleid. Ich finde das total schön, auch für den Sommer jetzt. Ich habe das jetzt provisorisch einfach dran gemacht hier. Das kann man halt, ne, wie man möchte. Und ja, ich muss das einmal bügeln, aber ich finde es wunderschön. Auf dem Bild sah das auch so aus. Und ich hätte 36 bestellen können, weil das viel zu weit ist. Aber solange man hier diesen Gürtel hat, geht das voll klar. Das muss man hinten nur zuknüpfen und ja. Ich finde es wunderschön. Perfekt jetzt für den Frühling und für den Sommer. So, und das ist das letzte Kleid von Shein. Auch wunderschön. Das ist so eine Samtfarbe. Der Stoff ist ein bisschen dicker. Ich finde die Farbe total schön. Ich weiß nicht. Also, sitzt auch schön, das Kleid. Ja, das ist jetzt Größe 38. Hier ist es mir ein bisschen zu breit, aber das ist nicht schlimm. Da kann man ja immer was finden und machen und ne. Aber ich finde es wunderschön. Ich habe alle Sachen unten verlinkt in der Infobox. Und mit meinem Code könnt ihr 15% ab 49 Euro sparen. So, wir sind jetzt draußen. Zeig dich mal. Das ist die Shisha. Wir gehen jetzt Shisha rauchen. Wie heißt der Laden? Masons. Yes, Masons. Direkt neben Jumeirah Store. Ach, guck mal, das kaputt da drin. Das ist die falsche Tasche oder echte? Muss ja echt sein, ne? Das ist ein Original. Schaut mal, wie schön. Aber ich würde solche Taschen niemals tragen. Außer vielleicht die rote und die. Aber die niemals. Die? Ja. Doch, die ist hübsch. Findest du? Mhm. Voila, nur weil die Marke hat. Oder die. Ne, Koljan, schnell Laptop. Nein, einfach so. Ich weiß nicht, schon noch. Schaut mal, ich bin gerade rausgekommen. Na. Also, wann ist hier? Ja? Ja, hab ich gestern gesehen. So, wir sind jetzt da und hier ist es echt schön. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einmal eine Cola und Sprudelwasser. Ey, wir haben dieselben Gläser zu Hause. Weißt du, ne? Das ist ein Whisky-Gläser. Oh, ich finde die voll schön. Ich auch. Und schaut mal, wie schön. Einfach Kaminfeuer. Ne? Wie schön das aus sein. Ja, ne? Ja. Richtig schön. Und das dieselben Steine habe ich ja auch. Echt? Dieselben, ja. Ja, nee, ja, von mir aus. Hättest du jetzt mein Laminat geändert und so ein Coach? Hä?
Eine an den Kamin. Ah ja, stimmt, aber war die Wende. Ja, ja. So, wir sind jetzt durch und durch. ja. Ah, Tschkepepa. Kakaiapio mitten auf der Straße, Adam Temisenio. Eigentlich müsste er das, ne? Da hat das noch ein Welpe. Ah, doch, Temisenio hat einen Schuggi. Krass. Krass, Alter, mein Bauch zieht. Er wird, das ist ein Welpe. Oh mein, was ist ein Ölebrakerson? Boah, ich hasse freilaufende Hunde. Denk mal, da kommt ein Auto. Voll süß. Ja, okay, das ist was anderes. Aber mir ist voll kalt, kommt davon in den Johnny-Jack raus. Und wie war's? Hast du mir eine Jacke gegeben? Nein. Das hat voll Spaß gemacht, ne? Ja, voll. Wir haben viel geredet. Die Location war auch sehr toll. Ja, also ich gönne das denen. Die haben sehr viel investiert, merkt man. Ich hoffe, die holen das schnell raus. Oh ja, hoffentlich. Also ist sehr gemütlich für die, die das nicht kennen. Und die Leute gucken uns schon an. So, die denken sich so, ja, warum reden die denn eigentlich mit der Kamera? Ja, ne, man kommt sich so voll blöd. Aber naja. Das Ding bei dir ist einfach so. Ach ja. Mittlerweile haben sich die Menschen... Aufmerksamkeit schadet nicht. Genommen. Aber ich glaube, die Menschen haben sich mittlerweile teilen. Ich glaube so. So. Hier ist es voll hell, ne? Ja, die Straße ist sehr beleuchtet. Ja, wir gehen jetzt zum Parkhaus. Es ist kalt. Ich bin okay, so kalt ist es nicht. Aber guck mal, ich habe eine Strumpfhose an. Ja, okay, du hast ein Kleid an. Ja. Mit der Hose geht's eigentlich. So, wir machen jetzt, ich habe Lisha versprochen, dass wir im Auto Party machen, weil die sich eben nicht aufnehmen konnte. Deswegen machen wir ja, das weil gleich. Weil du mehrmals angerufen hast. Ja. Ja, aber warum? Madame ist immer zu spät und ich hasse spät, ne? Also ich? Sie stand fünfmal an der roten Ampel, komischerweise. Aber ich stand wirklich an den Ampeln. Aber ist immer so, ne? Wenn das du ist irgendwo, immer so, wenn du es eilig hast. Genau, dann wird es immer rot. Ja. Oder uns kommt das so vor, keine Ahnung. Nein, das ist wirklich so. Ja? Ja, ja. Also, wenn ich es nicht eilig habe, ist, passiert sowas nicht. Aber dann habe ich es mal eilig und dann passiert sowas. Dann lässt sie ihre Freundin warten. Ja, genau. Deswegen konnte ich keine Party im Auto machen. Ey, guck mal, der Laden hat einfach Kaffee-Waschsalon. Der ist aber voll cool. Ich finde Kitchen Chai Lager geil. Genau. Ja. Wir waren da gestern essen. Also, da esse ich sehr gerne Sushi. Ess mal gebratenen Reis mit Erdnusssoße. Geil. Kann ich schon mal, ja. Echt geil, ne? Das ist echt geil. Das sättigt von. So, wir gehen jetzt erstmal Richtung Auto und dann machen wir mit euch Party. Aber ich bin echt so, ne? Bist du auch so? Ich mittlerweile bin ich so, ich scheiße auch voll viele. Ich mache mir über voll viele Sachen mittlerweile gar keinen Kopf mehr. Nö, ich auch nicht. Früher ja, aber mittlerweile denke ich mir, mach ich auch nicht. Ja, Donnerwetter. Also, das mache ich lange nicht mehr. Ist zu schade, wirklich. Diese Zeitverschwendung. Warum soll ich mich selber stressen, ehrlich? Stress ist der Auslöser für alle Krankheiten. Erstens das und zweitens, das sind Kopfschmerzen des Todes. Einfach unnötig schwanger. So, wieder in der Realität zurück. Der nächste Tag. Ja, ich bin gestern nach Hause gekommen. Lia war schon am Schlafen. Also Audrey hat das sehr gut hinbekommen. Und ich bin echt dankbar, dass ich so einen Mann habe. Es gibt ja Männer, die sagen, nee, du als Frau gehörst nach Hause und gehst nicht raus mit deinen Freunden. Vor allem nicht bis 11, 12 Uhr nachts, was ich total schade finde, weil ich finde, eine Frau braucht das. Also man muss echt das Leben genießen. Du kannst nicht nur Mama, Ehefrau und sonst was sein. Man muss auch ein bisschen Zeit für sich haben. Und Audrey meinte auch, das hat gut getan, ne? Also
Das hat wirklich gut getan. Dieses einfach mal vom Alltag weg sein. Ich meine, eine Aufgabe habe ich ja trotzdem gemacht. Ne? Ich habe meine Wohnung geputzt. Ich habe für meinen Mann gekocht, das Essen vorbereitet und alles. Und warum soll ich mir dann nicht auch mal eine Auszeit gönnen als Mama? Weil wir Mütter brauchen das natürlich auch. Und wenn eure Männer euch dabei dann auch noch unterstützen, dann nutzt das aus, Mädels. Und wenn eure Männer sagen, nee, du bleibst zu Hause, dann, ja, ist es schade. Aber jetzt deswegen sich streiten und eine Ehe kaputt machen, würde ich jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Aber soll ich euch was sagen? Wer fremdgehen will, also der kann halt auch von zu Hause aus. Also da muss man nicht extra rausgehen und in eine Bar mit einer Freundin oder mit einem Freund oder keine Ahnung was, wisst ihr? Also, wenn das im Blut liegt, dieses Fremdgehen, dann kannst du das auch zu Hause machen. Ja, ich werde jetzt frühstücken. Ich weiß noch nicht was, ich habe gerade Kaffee getrunken. Ich werde auch nichts kochen, weil wir noch Essen von gestern haben. Lina kommt gleich und ich freue mich schon. Oh, dann meinte, du musst mich gleich mit Fotos von Lina voll bombardieren. Ja, das mache ich natürlich. So, ich werde jetzt hier ein bisschen aufräumen. Und ja. War auf jeden Fall sehr, sehr schön gestern. Und ich habe es auch in vollen Zügen genossen. Lea liegt in ihrem Bettchen. Na, Annekuban? Du warst doch gerade am Schlafen. Warum bist du jetzt wach? Hä? Hä? Zippisch. Abla kommt gleich, ne? Freust du dich auf Abla? Ja? Sie denkt sich so, Mama, mit was redest du? Dieses schwarze Teil da, was ist das? So, ich zeig euch mal kurz, was ich für Lina und Bia alles gekauft habe. Für Lina habe ich 2-mal Unterhemden gekauft. Sie braucht wieder welche. Einmal von Disney, von dieser Tinkerbell Fee. Und einmal von Elsa. Darauf gab es übrigens 10%. Das heißt, ich habe statt 5 Euro 4 Euro bezahlt für 2 Stück. Dann habe ich einmal dieses T-Shirt gekauft. Dazu habe ich auch einen Rock gekauft. Komm, wir ziehen das mal an mit dem Rock. Zieh das mal aus. Guck, Leute, sieh mal. Guck. Warte, ich mach das. Wow, schön. So, und zwar einmal dieses T-Shirt. Okay. Warum seid ihr so dunkel? So, ups. Jetzt können wir euch zeigen. Einmal dieses T-Shirt hier. Das ist so am Glitzern und dazu den passenden Rock. Ich finde das richtig schön. So alten Anzug. Moment. So, was habe ich jetzt gezeigt? Die Unterhemden. Dann einmal diese Shorts für Lila. Nur 10, weil die war so breit. Und die Hose anziehen. Dann für Lia einmal so ein Zweierpack. Kurze Shorts. Die haben nur noch 2,30 Euro oder so gekostet. Ja. Dann für Lia ein T-Shirt. Da dann ein Zweiteiler für Lia, einmal das. Und dazu gehört dann noch diese Leggings. Fand ich richtig süß. Und einmal das ist so ein Zweier-Set in der Größe 68. Ja, das war's. Auch mehr haben wir nicht gekauft. Die Sachen werde ich jetzt erstmal waschen und ich habe insgesamt für alles 31 Euro ausgegeben. Ich finde das total okay, weil ich das echt im Sale gekauft habe. Ja. Was ist denn, Barbie?
Tage lang hast du Lia geküsst. Und Lia jetzt die Arme. Und bei Marsha, bin du? Jetzt will sie mich nicht. Boah, die ist voll froh. Die ist die ganze Zeit Lina am Beobachten. Ja. Wow, du hast einen Stuhl bekommen.